Herzlich willkommen in diesem Video. Hier zeige ich dir heute, wie du ein Multitrack-Video aufnehmen kannst. Ich favorisiere hier die Vorgangsweise, dass ich zuerst das Audiomaterial aufnehme, danach das Video in einem Durchgang aufnehme und danach wird das alles zusammengeschnitten. Wie das Zusammenschneiden geht, siehst du im Multitrack-Videokurs auf unserer Homepage trompeten.academy. Hier geht es eben heute darum, wie ich das Ganze aufnehme und das ist eigentlich relativ einfach. Ich nehme zuerst das gesamte Audiomaterial auf in Logic Pro 10, das ist meine Software, wo ich eine Lizenz dafür gekauft habe und das Video nehme ich heute jetzt mit dem iPhone auf, mit dem Programm Filmic Pro, das habe ich in der Multitrack-Videoschnitt-Wiedergabeliste auch schon erklärt. Das ist eine tolle App, wo ich ganz viele Parameter manuell einstellen kann und danach schneidet man das Ganze zusammen, also das Audio- und das Videomaterial. Ich mache das sehr gerne auch in Adobe Premiere Pro, weil da habe ich, wie gesagt, ein Abo, wo ich alle Programme aus der Adobe Suite nutzen kann. Das kann ich wirklich empfehlen, wenn du selbst viel mit Medien zu tun hast. Man kann aber Premiere Pro auch 7 Tage lang kostenlos testen. Eine Alternative dazu wäre DaVinci Resolve von Blackmagic Design. Da wird es auch ein Video dazu geben, wie man Audio mit DaVinci aufnehmen kann. Heute beschäftigen wir uns mit der Aufnahme allerdings in Logic Pro 10 von Apple. Und wie das funktioniert, möchte ich dir jetzt zeigen. Wir sind jetzt hier auf dem Programmfenster, wenn sich mein Programm Logic öffnet. Kurz vorweg, jedes Programm kann eigentlich so ziemlich das Gleiche, vor allem für unseren Anwendungsbereich. Das ist völlig egal, ob du mit Logic arbeitest oder Cubase oder Reaper oder Audacity, was auch immer. Der Vorgang ist wirklich jedes Mal eigentlich derselbe. Du siehst jetzt hier, was wir für Auswahlmöglichkeiten haben und wir wollen ja Audio aufnehmen und du siehst jetzt auch schon mein Interface, das hier verbunden ist, nämlich das Focusrite Scarlett 2i2 über einen USB-Stecker. Wir nehmen den Audio Input 1, Eingang 1 und wir wollen insgesamt ein vierstimmiges Quartett heute aufnehmen, nämlich die erste Phrase aus dem schönen Big Band Tune Cute von Neil Hefti und deswegen geben wir hier unten bei Anzahl der Spuren gleich mal 4 ein, weil dann erstellt er mir gleich direkt 4 Spuren. So, jetzt sehen wir hier die Übersicht des Programms. Wir können als erstes dieses i-Fenster, dieses Informationsfenster mal zumachen, damit es übersichtlicher wird. Du siehst nämlich jetzt hier nichts anderes als die 4 Spuren und ich werde jetzt auch hier jeweils die eingeblendeten Shortcuts mit erklären. Du siehst also, wenn ich die Alt-Taste drücke, hier oben Option, ist am Mac für Alt. Wenn ich Alt drücke und mit den Fingern scrolle, dann kann ich diese Spuren schon mal größer machen. Das ist schon mal das Erste. Und benenne die auch gleich mal. Also erster Schritt, größer machen und benennen. Ich benenne das in Trumpet 1. Mit der Shift-Taste komme ich zur nächsten Spur, Trumpet 2. Dann drücke ich wieder die Shift-Taste. Dann komme ich zu Trumpet 3, noch einmal die Shift-Taste, Trumpet 4. Da steht jetzt zwar immer Shift plus T, aber das ist nicht der Shortcut, sondern ich drücke immer nur einmal die Shift-Taste und dann hüpft es automatisch zur nächsten Spur hinunter. Wenn wir jetzt die 4 Spuren angelegt haben, schauen wir uns als nächstes jetzt einmal die Einstellungen auf unserem Interface an. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir überhaupt den Ton richtig in den Computer hineinbekommen. Wie funktioniert das? Du siehst jetzt gleich mein Interface. Und siehst hier, wie das jetzt mal eingestellt ist, grundsätzlich. Ich habe hier, wie gesagt, einerseits ganz links das Mikrofon eingesteckt, ganz rechts geht der Kopfhörerausgang hinaus, das ist hier. Und den Kopfhörer regle ich mit diesem Regler hier oben. Der Monitorausgang ist in meinem Fall jetzt nur deswegen aufgedreht, damit es auch in die Kamera gleich direkt hineingeht. Das kannst du einstweilen einmal ignorieren. Wenn du Studio-Monitorboxen angeschlossen hast und du möchtest ein akustisches Instrument mit einem Mikrofon aufnehmen, dann müsstest du diesen Regler natürlich selbstverständlich auf 0 stellen, weil sonst hörst du gleichzeitig das Signal, das du in das Mikrofon hineinspielst, im
Monitor in deinen Monitorboxen. Ich lasse das jetzt einmal hier eingeschalten, eben für meinen Kameraton, den brauchst du nicht. Mir ist dieser Regler hier außen sehr, sehr wichtig. Der ist auch relativ weit aufgedreht. Und das ist gerade bei der Trompete für mich eine probate Möglichkeit, um die Lautstärke zwischen dem Eingangspegel des Mikrofons und dem Playback oder der DAW, in diesem Fall von Logic, gegeneinander auszupegeln, dass ich beides relativ gut höre. Jetzt kann ich mal versuchen, einen Testton zu spielen und zu schauen, wie laut mein Signal jetzt hier ist. Wie du jetzt gesehen hast, da hat sich jetzt noch gar nichts getan und das ist auch oft schon eine der ersten Fehlerquellen, nämlich ich habe hier ein Kondensatormikrofon angeschlossen. Und ein Kondensatormikrofon, wie eines meiner Lieblingsmikrofone, das AKG C214, das ich hier verwende für diese Aufnahme, das braucht eine Phantomspeisung oder Phantomspannung. Die kann das Interface erzeugen. Dafür muss man allerdings den Knopf bedienen, der hier mit 48 Volt angegeben ist. Hier drückt man einmal drauf, dann leuchtet das. Und wenn man jetzt sich das anschaut und ich noch einmal einen Testton hineinspiele, dann leuchtet das Ding grün. Das ist jetzt einmal das Wichtigste. Das ist jetzt einmal grün leuchtet. Dieses Interface kann drei Farben, grün, gelb und rot. Und wir müssen schauen, und das ist auch schon der nächste wichtige Schritt bei der Aufnahme, dass das Mikrofonsignal nicht zu laut ist. Gerade bei Instrumenten wie der Trompete ist es oft zu laut. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn der Regler ungefähr bei 9 Uhr steht, wenn du dir diesen Regler vorstellst wie einen Uhrzeiger, dann fahre ich mit der Einstellung auf 9 Uhr relativ gut. Das schauen wir uns dann gleich später noch einmal in der Software an. Aber damit hätten wir jetzt einmal das Interface so eingerichtet, dass wir da etwas hören können. Dazwischen möchte ich jetzt noch einmal kurz erklären, wie ich mich jetzt selbst höre. Das funktioniert nämlich mit diesen Kopfhörern, die ich hier habe. Das sind solche Shure In-Ear-Kopfhörer. Man kann damit super arbeiten. Ich habe damit für mich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Du kannst natürlich auch einen anderen Kopfhörer verwenden. Ich für meinen Teil habe mit diesen, wie gesagt, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Jetzt schauen wir in unsere Software. Und als nächstes müssen wir jetzt einmal dem Programm sagen, welcher Kanal welchen Input bekommt. Solltest du das erste Mal das Interface angesteckt haben, kann es sein, dass du erst einmal das Interface auswählen musst als deine Audioquelle. Das funktioniert über den Shortcut Command und Beistrich, kommst du in das Menü und hier gibt es den Punkt Audio. Und wenn du auf Audio klickst, siehst du jetzt hier beim Eingangs- und Ausgangsgerät mein Interface ausgewählt. Du kannst natürlich hier auch dein Interface auswählen, das du angesteckt hast, wenn das jetzt hier nicht von vornherein ausgewählt ist. Das wäre der nächste Schritt, also Interface auswählen. Und wenn du dann bei einem der Kanäle auf Record drückst, dann siehst du schon, dass hier Audiosignal hereinkommt. Hier an dieser Stelle nehme ich jetzt immer gern mal den Mixer, den Audio-Mixer in diesem Programm zur Hilfe, drücke die Taste X. Und mit der Taste X öffnet sich jetzt hier der Audio-Mixer. Und hier unten siehst du links meinen ersten Kanal, der jetzt, weil er rot mit R für Record angewählt ist, hier jetzt auch schon Audiosignal aufnimmt. Und jetzt spielen wir noch einmal und schauen, wie laut dieses Signal hier aus dem Mikrofon hereinkommt. Das Stück, das ich jetzt spielen werde, ist nicht allzu laut, aber dennoch ist mir das jetzt fast ein bisschen zu viel Pegel noch. Das heißt, ich gehe jetzt wieder auf mein Interface und drehe hier jetzt den Eingangspegel noch ein wenig hinunter. Du siehst, es braucht mit einem Kondensatormikrofon bei der Trompete gar nicht so viel Pegel. Und jetzt können wir theoretisch schon loslegen, aufzunehmen. Davor gibt es jetzt allerdings noch etwas zu beachten. Nämlich, in diesem Fall nehmen wir ein Stück für vier Trompeten auf, das ein bestimmtes Tempo hat. Wenn du jetzt einen Backtrack verwendest und hier
und hier jetzt zum einem Playback aufnimmst, dann kannst du dir diesen Playback-Track hier hineinziehen. Ich mache das jetzt aus urheberrechtlichen Gründen nicht und spiele sozusagen nur auf das Metronom. Dafür möchte ich diese Section hier oben ein wenig erklären. Hier kannst du nämlich die Einstellungen wählen, wie dein Metronom aussehen soll, wie schnell das sein soll und auch welche Taktart und welche Tonart dein Stück hat. Das ist jetzt für eine reine Audioaufnahme eher unwichtig. Die Taktart natürlich nicht, aber die Tonart ist jetzt in unserem Fall nicht so wichtig. Die Tempobezeichnung für mein Stück, das ich spielen werde, ist bei 180 Schlägen pro Minute. Dann drücke ich auf Enter und das Stück ist im Viervierteltakt. Das passt mir schon. Und wenn ich jetzt einmal abspiele mit der Leertaste und hier das Metronom anklicke, dass es violett wird, dann hörst du schon, dass das Metronom hier relativ stark klickt. Und damit haben wir jetzt mal das Backtrack-Metronom sozusagen eingeschalten für die Wiedergabe. Wenn ich jetzt etwas aufnehmen möchte, drücke ich die Taste R, ist es auch aktiv. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kannst du das hier, wie gesagt, auswählen. Eine Geschichte gibt es jetzt noch, wenn man viele Effekte verwendet in diesem Programm, dann empfiehlt es sich, eine Zusatzfunktion einzuschalten mit dem rechten Maustastenklick, hier auf Steuerungsleiste und Anzeige anpassen und hier den Punkt Low Latency Modus anhaken und auf OK klicken. Da ist jetzt hier dieses Symbol dazugekommen und das sorgt dafür, dass die Latenz, also die Verzögerung der Aufnahme aufgrund von einer hohen Rechenlast minimiert wird, indem einzelne Effekte während der Aufnahme ausgeschalten werden, automatisch vom Programm. Ich mache das eigentlich standardmäßig einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt, ich drücke dann hier drauf und dann bin ich einmal sicher, dass die einzelnen Aufnahmen von der Latenz her ungefähr gleich bleiben und in weiterer Folge auch synchron aufgenommen werden. Jetzt geht es darum, dass ich mir anschaue, okay, ich nehme jetzt mal die erste Spur, die erste Stimme auf. Und das möchte ich dir jetzt gleich zeigen. Ich fange in der Regel, ich weiß nicht, warum ich mir das angewöhnt habe, aber ich fange irgendwie nie direkt beim ersten Takt an, bei diesen Aufnahmen. Bei anderen Projekten schaut das natürlich anders aus. Aber ich gehe jetzt zum Beispiel her und fange bei Takt 11 an und ziehe mir hier oben jetzt einmal dieses Fenster so groß, wie mein Take oder wie mein Stück lang ist. Das schaut so aus, jetzt zähle ich ganz kurz die Takte ab, wie lang mein Stück werden wird. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mal 2, 32 Takte. Das heißt, das geht jetzt vom Takt 11 bis zum Takt, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe, bis zum Takt 43. So lange wird mein Stück. Was ich hier jetzt an dieser Stelle noch zur besseren Übersichtlichkeit mache, ist, ich gehe mit der Maus hier, wo diese beiden kleinen Pfeile sind, auf den ersten Takt, klicke hier links auf dieses Fenster, wo steht globale Spuren ein- und ausblenden und kann mir jetzt hier mit dem Plus einen Marker setzen und sage hier jetzt, der Teil heißt auf meinem Notenblatt A und gehe hier jetzt auf A, damit ich weiß, okay, hier fängt es an. Der A-Teil ist 2x16 Takte. Und nach 16 Takten mache ich das Gleiche noch einmal. Das heißt, jetzt gehe ich 16 Takte weiter zu 27 und drücke hier noch einmal auf Plus und sage A2. Das hat einfach den Grund, damit ich hier in meinem Programm eine bessere Übersicht habe. Ich kann jetzt dieses Fenster der globalen Spuren wieder zumachen und sehe hier jetzt immer, wo beginnt der jeweilige Teil. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und zum Beispiel nur mal den ersten Teil aufnehmen und dann den zweiten Teil. Jetzt habe ich hier Record gedrückt, das heißt, ich bekomme schon Audiopegel hinein, was super ist. Und jetzt kann ich eigentlich loslegen und aufnehmen. Kurze Vorschau, was passiert, wenn ich jetzt auf R drücke, auf Record? Jetzt siehst du, er macht mir immer einen Takt Vorlauf und dann geht's los. Ich lösche den kleinen Pfeil jetzt, also dieses kleine Pfeil jetzt nochmal raus und du kannst jetzt, wenn du möchtest, auch einstellen, dass er zwei Takte vorher beginnt loszuzählen. Mir reicht jetzt in diesem Fall ein Takt und dann spiele ich jetzt einmal den ersten Take
von der ersten Spur ein. Ich gehe immer so vor, dass ich die Lead-Stimme zuerst einmal einspiele, aus mehreren Gründen. Einerseits, weil es wahrscheinlich die anstrengendste ist, und aus dem zweiten heraus, weil die Lead-Stimme zum Beispiel in so einem vierstimmigen Big Band-Satz immer die Phrasierung vorgibt. Und da versuche ich gleich am Anfang ganz genau zu sein und passe dann sozusagen die anderen Stimmen dieser Stimme an. Jetzt geht's also mit dem ersten Take los. Ich habe meine Trompete am Start. Ich habe auch hier einen Dämpfer vorne drauf, wie du siehst. Das ist ein sogenannter Bucket Mute. Den Link dazu findest du natürlich auch in der Videobeschreibung, wie immer. Und dann drücke ich jetzt mal auf die R-Taste und nehme mal den ersten Take dieses Liedes auf. Das war jetzt gar nicht so schlecht für den ersten Take, aber ich habe einmal eine falsche Note gespielt und ich bin nicht ganz zufrieden mit einzelnen Teilen. Und da kommen jetzt die großen Vorteile dieses Aufnahmeverfahrens ins Spiel. Du kannst nämlich jetzt hier einfach noch einmal auf Record drücken und in Logic heißt diese Aufnahmefunktion Cycle-Aufnahme. Das heißt, wenn du jetzt noch einmal auf Record drückst, nimmt der einfach in der ersten Spur einen zweiten Layer sozusagen auf. Und du kannst im Nachhinein entscheiden, welchen Part aus welchem Aufnahmetake du gerne hören würdest. Was ich bis dato noch nicht gesagt habe, was aber trotzdem sehr, sehr wichtig ist, ist diese ganze Geschichte einmal zu speichern. Also ich mache das eigentlich immer noch, bevor ich den ersten Take aufnehme, wähle ich mir mal den Speicherplatz für meine Datei aus und das machen wir jetzt. Du drückst also Command S für Speichern. Wählst dir dann den Ordner aus, wo du das hinhaben möchtest. Bei mir ist das jetzt schon der Ordner Logic, das passt mir ganz gut. Und nehme hier jetzt noch einen Namen für dieses Projekt und nenne das jetzt einfach einmal, wie das Lied heißt. Cute Neil Hefty for Trumpets. Das kannst du natürlich benennen, wie du möchtest. Und hier empfehle ich, hier unten mein Projekt verwalten als Ordner, dann macht er dir aus diesem gesamten Projekt einen Ordner und das gefällt mir eigentlich recht gut. Jetzt gehe ich auf Speichern und damit ist dieses Projekt jetzt mal gespeichert. Jetzt werden wir noch einen Take von der ersten Stimme aufnehmen und ich versuche, wie gesagt, alles so gut wie möglich einzuspielen. Mein Zugang ist, so wenig nachbearbeiten wie nur möglich, deswegen spiele ich es lieber vorher 1, 2, 3, 4, 5 Mal ein, damit ich hier wirklich safe bin und danach keine Töne herumschieben muss und so weiter und so fort. Also ein zweiter Take, erste Stimme, Cute, Neil Hefty. Da ist mir jetzt vorher was passiert. Das bedeutet, ich fange einfach nochmal von vorne an. Wenn so etwas passiert, dass du zu spät einsetzt, kannst du einfach jetzt die Löschen-Taste drücken. Du siehst diesen kurzen Take. Löschen, löschen, weg ist er. Auch nicht gut. Thank you.
So, und jetzt zeige ich dir gleich, was das ganz Coole an dieser Geschichte ist. Jetzt habe ich natürlich beim zweiten Mal einen Ton nicht getroffen, den suchen wir jetzt mal. Hier ist er. Und jetzt können wir hergehen mit der Maus, einfach hier unten diesen Bereich auswählen. Vergleich. Und somit hätten wir diesen einen Ton oder diese eine Phrase jetzt ausgebügelt. Damit hätten wir jetzt die erste Stimme mal aufgenommen und ich kann jetzt zur nächsten Stimme gehen. Das bedeutet, ich kann jetzt hier dieses Fenster, wenn ich fertig bin mit der Stimme, zumachen, hier oben mit diesem Pfeil. Da klappe ich alle meine Takes aus und drücke jetzt bei der zweiten Stimme, TP2, Trumpet 2, auf Record. Die zweite Stimme ist also ausgewählt. Das ist auch eine Fehlerquelle in der Hektik oft, dass man auf einer Spur bleibt, dann alle vier Spuren aufnimmt und dann draufkommt, dass man das jetzt alles nur in eine Stimme aufgenommen hat. Ist mir auch schon passiert. Wir machen es jetzt aber wirklich ganz sauber. Das bedeutet, wir haben die zweite Stimme ausgewählt, drücken auf Record. Ihr habt das Notenblatt wieder bereit und dann kann es auch schon losgehen. Lasse ich jetzt mal, jetzt kann ich mir das mal anhören. Am Schluss war ich nicht ganz zufrieden. Da war der letzte Ton etwas zu spät. Jetzt nehme ich mal den ersten Take. Besser. Okay, dritte Trompete. Dann ist er eigentlich jetzt schon nicht so schlecht gelungen. Wir kommen zur vierten Stimme, wählen jetzt die vierte Stimme wieder aus, mache hier das wieder zu, vierte Stimme und los geht's. Damit hätten wir jetzt alle vier Stimmen eingespielt und wir können uns jetzt noch einmal durchhören und schauen, ob das jetzt eigentlich eh schon so passt. Das passt mir grundsätzlich schon recht gut und meine Devise bei der Bearbeitung ist, wie gesagt, so wenig wie möglich zu machen. Das bedeutet, der erste
Trick, wenn man so möchte, den ich dir zeigen möchte, ist, du weißt ja, in einer Big Band in diesem Fall stehen jetzt nicht alle direkt vor einem auf 2 cm Abstand, sondern die stehen etwas weiter gefächert. Dementsprechend gehe ich sehr gerne her, stelle die zweite Stimme oder generell alle Stimmen in meinem Stereobild so auf, wie sie auch in echt auf mich als Zuhörer kommen würden. Das heißt, ich gebe der zweiten Spur etwas Pan nach links, das ist diese Regel hier, der dritten Spur etwas Pan nach rechts und der vierten Spur noch ein bisschen mehr. Und dadurch klingt das Ganze eher breit, also breiter aufgestellt, als eindirektional. Und jetzt hören wir uns das noch einmal an. Okay, damit haben wir zumindest das Stereobild jetzt schon einmal geschaffen. Was wir jetzt noch machen werden, ist die Lautstärke der einzelnen Spuren zueinander verbessern. Was ist die wichtigste Stimme? Das ist natürlich die Leadstimme. Und danach sollte man das andere, also zweite, dritte, vierte Stimme, relativ ausgewogen irgendwie darunter bauen. Und dazu nehme ich jetzt wieder meinen Mixer hier zur Hand. Du kannst das über die Taste X erreichen. Oder eben hier oben auf das Mixerfeld. Du siehst bei Logic auch immer schön die Tasten dazu eingeblendet, wenn man länger auf dem Symbol drauf bleibt. Das ist relativ cool. Und beim Mixer kommt man eben mit X hin. Ich arbeite eben sehr gerne mit dem Mixer. Du kannst aber auch hier mit der Maus die Volume, also die Lautstärke der einzelnen Spuren, regeln. Ich gehe also in den Mixer, spiele mir das nochmal ab. Und stellen wir das jetzt so ein, dass es ausgewogen wird. Eine wichtige Geschichte, die wir am Anfang unbewusst gemacht haben, die ich dir jetzt aber erklären möchte, ist folgendes. In der Audiowelt gibt es ein paar Grundparameter, die man wirklich beachten muss. Und so sollte das Audio, das in die DAW hineingeht, nie zu laut sein. Und wenn wir hier auf einen dieser grünen Zahlen schauen, stehen hier unterschiedliche Werte. Wenn man drauf bleibt, steht hier, das ist der Spitzenpegel. Und wenn du eben hier draufklickst, dann werden diese Werte wieder gelöscht und wenn du dann abspielst, siehst du, wie laut die einzelnen Spuren sind. Und vom Verständnis her ist es so, dass alle diese Spuren, die ersten vier, summiert werden und auf diesen Stereo-Out gelangen und hier summiert sich das Signal, dementsprechend ist hier die Zahl natürlich höher als bei allen vier separat. Ich möchte hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was ich nur ansprechen möchte ist, wir müssen wirklich schauen, dass wir den Audio-Level nicht zu hoch fahren, vor allem bei der Aufnahme schon und hier schaue ich, dass ich mit der Lautstärke bei meinem Interface das so regle, was den Eingangspegel betrifft, dass die einzelnen Spuren bei der lautesten Stelle, das wird irgendwo hier sein. Hier sehen wir, hier sind wir auf minus 10, minus 14, minus 9, minus 8. Da sind die unteren beiden Spuren jetzt schon über minus 10. Fakt ist, es darf auf jeden Fall nie auf 0 gehen. Wenn es auf 0 gehen würde, würde das gelb oder sogar rot werden und dann ist das Audiosignal unschön verzerrt. Versuch wirklich die Einstellung bei deinem Interface so zu wählen, dass du hier auf einen ungefähren Pegel bei der lautesten Stelle auf minus 8 oder maximal minus 6 dB kommst. Das ist das Wichtigste dazu. Dann kann man eben mit diesen Reglern sehr schön hier die Abstufungen machen. Ich spiele das jetzt noch einmal ab. Und für mich klingt das jetzt schon relativ ausgewogen. Ich werde jetzt ein bisschen mit den Fadern spielen, damit du den Unterschied auch hörst. Ziel ist es natürlich hier immer im Mixing, dass du
einen ausgewogenen Klang zusammenbringst. Und da geht es wiederum darum, wie kommt es jetzt überhaupt zu einem ausgewogenen Klang? Das Wichtigste ist, dass du weißt oder eine Vorstellung davon hast, wie es klingen soll. Du musst ein Bild oder in dem Fall ein Audiobild im Kopf haben, wie der Klang deiner Aufnahme sein soll. Und in diesem Fall empfiehlt es sich halt zum Beispiel, die Originalaufnahme dieses Tracks einmal anzuhören, dass du dir das wirklich einmal auf YouTube anhörst, wie klingt das Original, und danach versuchst, den Klang der Trompetensection so nachzubauen. Das bedeutet, wir haben jetzt auch das Mixing quasi jetzt einmal hier ganz, ganz basic fertig gemacht, dass das einigermaßen ausgewogen klingt. Natürlich haben wir hier jetzt nicht die 1000%ige Perfektion erreicht, aber für diese Demonstrationszwecke reicht mir das schon mal. Was mache ich persönlich jetzt in der Nachbearbeitung des Audiomaterials? Eigentlich, und das meine ich jetzt ganz ernst, bei solchen Dingen eigentlich mache ich jetzt gar nichts mehr. Ich gebe hier weder in meinem Fall jetzt weder einen EQ noch einen Kompressor noch sonstige fancy Effekte drauf, sondern ich versuche wirklich, mir das mit dem Mikrofon-Setting so einzurichten, dass es schon einmal cool klingt. Man kann auch in einzelne Spuren hineinhören über diesen S-Button hier, den sogenannten Solo-Button. Und das klingt für mich okay. Das Einzige, was man jetzt noch beachten kann, ist, wie die Gesamtlautstärke hinaus geht. Das hören wir uns nochmal an. Das passt eigentlich schon ziemlich gut. Wir könnten jetzt hier noch einen Effekt anwenden. Entschuldigung, das ist der Equalizer, den werde ich ein anderes Mal erklären. Aber wir können hier jetzt zum Beispiel noch einen Adaptive Limiter drauflegen, damit die Gesamtlautstärke ein bisschen lauter wird. Aber das ist, wie gesagt, nur marginal. Wir geben hier bei diesem zweiten Wert minus 0,1 ein, dass er sozusagen immer runterregelt, bevor es zu laut wird. Damit heben wir die Gesamtlautstärke noch ein wenig an, aber das wäre mir jetzt auch schon wieder zu viel, also ich gebe hier wirklich -3 dB an Gain-Erhöhung ein und das passt mir dann auch schon, weil, und das ist mein Grundprinzip, vor allem bei diesem Trompeten-Multitrack-Aufnahmen, ich versuche eben wirklich alles so einzuspielen, dass ich dann nichts mehr machen brauche. Natürlich könnte man hier jetzt noch einzelne Töne gerade schieben und auseinanderschneiden, wenn du siehst, hier alleine dieser letzte Ton ist eigentlich relativ ungenau, da könnte man jetzt den nach vorne schieben und den, aber dann spiele ich es lieber nochmal ein, das ist mein Prinzip. Für diese Zwecke reicht es mir jetzt hier, das heißt, ich habe jetzt das Audiomaterial eingespielt. Und jetzt kommt das Video. Was ich jetzt hier vor der Videoaufnahme noch mache, ist, dass ich meinen gelben Bereich hier oben, den Wiedergabebereich, etwas verändere. Wenn du einmal hier zufällig drauf drückst und es ist dann ganz grau, dann macht es gar nichts. Du kannst den entweder anklicken und dann aktiviert er sich wieder oder du kannst ihn auch neu aufziehen, indem du hier oben hineinklickst. Ich wähle mir den Bereich in dem Fall jetzt 2 Takte vorher aus, damit er während der Wiedergabe auch jeweils 2 Takte vorher beginnt, damit ich Zeit habe vor der Videoaufnahme. Und hinten lasse ich ihn auch 2 Takte länger stehen, damit nach der Aufnahme genügend Zeit ist, um zum Beispiel jetzt in meinem Fall das Notenblatt umzudrehen, beziehungsweise eben auf die nächste Seite zu gehen. So, jetzt ist die Wiedergabe eingerichtet. Wenn ich jetzt auf die Leertaste drücke, dann habe ich davor 2 Takte Zeit und das passt mir eigentlich relativ gut. Ich wechsle jetzt auf die Filmic-App. Du siehst jetzt hier die Filmic-App auf meinem Smartphone. Du hast mehrere Einstellmöglichkeiten hier unten über das Einstellungsrad, zum Beispiel die Auflösung. Da wähle ich sehr gerne 1080p und die normale Filmic-Quality. Du hast dann noch die Möglichkeit, solltest du eben nur mit dem Smartphone aufnehmen, hier unten in der Mitte den Gain-Regler zu verändern für den Audio-Gain. Gehst aber hier ungefähr so in die Mitte, dann geht sich das gut aus. Du kannst hier unten auch noch die Ansicht verändern. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Und du kannst jetzt hier links noch manuell zoomen oder die Einstellungen für die Verschlusszeit und die Blende wählen. Das ist alles fancy Stuff, den wir jetzt hier nicht brauchen. Ich möchte es nur kurz gezeigt haben. Und dann kannst du hier links auf diese 3 Farbkreise gehen.
Bei diesen Farbkreisen kannst du den Weißabgleich einstellen. Und das ist deswegen cool, weil du hier sehr viele Möglichkeiten hast, die du zum Beispiel in der normalen Kamera-App auf deinem Smartphone nicht hast. Wenn du hier zum Beispiel auf die Glühbirne gehst, dann färbt sich das alles ganz blau ein, die Sonne macht es eher warm, AWB steht für Auto-Weißabgleich, der sehr neutral ist. Mir gefällt hier die Sonne jetzt aber sehr gut, deswegen wähle ich diese und kann jetzt hier mit diesem runden Punkt die Belichtung ändern. Das heißt, immer dort, wo der Punkt ist, versucht die Kamera das Ganze neutral zu belichten, sodass es nicht zu dunkel und nicht zu hell ist. Das setze ich auf mein Gesicht und kann es auch sperren. Das bedeutet, wenn ich jetzt weiter zurückgehe, verändert sich nichts mehr. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Jetzt schaue ich mir noch an, wie ich meinen Frame, also mein Video mit meinem Bild, also mit mir in dem Fall jetzt und der Trompete fülle. Wenn ich so spiele, ist mir der Dämpfer, ehrlich gesagt, zu groß im Bild. Das könnte ich mich zum Beispiel so hersetzen, so spielen. Ich möchte aber ungefähr den Blickkontakt zur Kamera wahren. Deswegen stelle ich in diesem Fall jetzt einmal so ein, so sehe ich auch meine Noten gut. Wenn ich so drinnen wäre, würde man, wie gesagt, sehr, sehr viel vom Dämpfer sehen. Es gefällt mir jetzt nicht so gut. Dementsprechend werde ich das Ganze ungefähr so angehen. Das heißt, ich drücke jetzt hier auf Record, habe meine Noten gerichtet, in dem Fall für die vierte Stimme, und dann kann es auch schon losgehen. Ich drücke also hier rechts unten auf den Record-Button, der leuchtet rot. Das heißt, es geht los. Und dann aktiviere ich noch die Aufnahme auf meinem Computer. Ich habe immer noch die Kopfhörer im Ohr. Das heißt, ich höre das, was aus meinem Programm rausgeht, über die Kopfhörer, und es geht los. Jetzt drücke ich doch auf Pause, gehe auf die dritte Stimme und dann geht das Gleiche von vorne los mit der dritten Stimme. Das war die dritte Stimme. Jetzt die zweite. Erste Stimme.
Das wäre jetzt die gesamte Aufnahme. Ich gehe auf Stopp und kann jetzt dieses Videofile einfach auf meinen Computer übertragen, gehe hier unten auf den Play-Button und sehe hier meine Videos, die ich gemacht habe. Vorher den einen Test, beziehungsweise habe ich vorher einen Test gemacht, der dann nicht funktioniert hat. Dementsprechend können wir den gleich mal löschen. Swipe nach links, löschen. Jetzt haben wir dieses eine Videofile hier und können das auswählen. Man könnte das jetzt hier drinnen sogar noch schneiden. Das machen wir aber nicht. Das heißt, man kann das jetzt auswählen. Könntest jetzt direkt über die Filmrolle in die Filmrolle der Kamera speichern oder hier unten über den rechten Button eben jetzt, wenn man zum Beispiel iPhone und Mac hat, kann man das über AirDrop teilen und sonst einfach über andere Dienste hin und her schicken. Und damit hätten wir jetzt auch die Videoaufnahme hier mal beendet. Das bedeutet, wir haben jetzt im ersten Schritt das Audio aufgenommen mit Logic Pro, wir haben im zweiten Schritt das Video mit Filmic auf dem iPhone aufgenommen oder eben auf dem Smartphone generell gesprochen. Und dann geht es jetzt in den Schnitt und wie das geht, zeige ich dir im Multitrack-Videoschnittkurs auf unserer Homepage www.trompeten.academy. Natürlich, wie du jetzt gesehen hast, ich bin in den Programmen relativ schnell, gerade in Logic kann man hier mit den Tastenkombinationen wirklich sehr, sehr viel machen, obwohl hier auch gar nicht so viele Tastenkombinationen am Start waren. Ich kann es nur nochmal kurz durchgehen, Taste R nimmt auf und Leertaste bricht die Aufnahme ab, löschen wie gesagt mit der Backspace-Taste und die X-Taste für den Mixer. Und das sind eigentlich die Shortcuts, die ich jetzt in Logic verwende. Und wenn man sich das einmal jetzt im jeweiligen Programm ansieht, die sind natürlich in jedem Programm anders, in Reaper oder in Cubase oder in Pro Tools oder in Audacity oder in DaVinci, je nachdem sind die natürlich anders. Aber wenn du also eine Funktion nicht findest oder den Shortcut nicht kennst, dann kannst du entweder im Programm selbst über die Hilfesektion oben in der Leiste einmal suchen, ob du das hier findest. Ansonsten ist, wie gesagt, das Internet dein Freund und Helfer. Gib einfach zum Beispiel in diesem Fall ein, in meinem Fall Logic Pro aufnehmen, Shortcut, das Internet wird dir hier auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das wäre sozusagen die Geschichte zu dem, wie ich hier aufnehme. Ganz kurz zum Background, warum mache ich das? Ich habe für mich wirklich festgestellt, für mich und für meinen Charakter und für meine Art zu üben, dass diese Form, die Aufnahme mit dem Video und vor allem die Tonaufnahme wirklich ein tolles Mittel und eine tolle Möglichkeit ist, hier konzentriert mit Musik zu arbeiten. Und ich merke wirklich, dass ich hier für mich ganz, ganz viele Benefits daraus ziehen kann, weil ich wirklich ganz konzentriert musiziere oder auf meinem Instrument spiele. Rhythmus, Phrasierung, wie lange sind die Töne, welche Dynamiken gibt es. Dynamisch war das jetzt auch gerade nicht die beste Aufnahme. Da kann man noch viel mehr draus machen. Aber wenn wir während der Aufnahme dann noch gedacht, ah, da könnte man noch ein bisschen mehr Vibrato drauflegen, da könnte man noch mehr Crescendo machen und so weiter und so fort. Das heißt, mir persönlich hilft es wirklich extrem, hier musikalisch fokussiert zu bleiben. Und das mit mir hier eben alleine im Übekämmerchen sozusagen auszumachen und hier wirklich davon zu lernen. Das ist der Grund, warum ich das mache und das ist auch der Grund, warum ich dir das zeigen möchte und ans Herz legen kann, wenn du die Ressourcen hast, dass du so etwas einfach mal versuchst. Egal welche Musik, egal welches Genre, es wird dir auf jeden Fall helfen, weil es einem wirklich selbst vor Augen führt, wo man gerade ist und, wenn man es erkennt, welches Entwicklungspotenzial es gibt. Das ist, wie gesagt, der Grund, warum ich das mache. In weiterer Folge schneidet man das zusammen. Wie das geht, zeige ich dir im Multitrack-Videoschnittkurs auf www.trompeten.academy. Du findest den Link natürlich in der Beschreibung, sowie natürlich auch den Link zu all dem Zeug, das hier verwendet wird, so wie das Mikrofon, wie der Dämpfer etc. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Schreib in die Kommentare, wenn du sowas schon mal ausprobiert hast, was deine Erfahrungen damit sind und auch mit welchem Equipment du arbeitest. Das interessiert mich sehr, wie hier die Konstellation ist. Schreib mir auch, wenn du andere Ideen hast, wozu man mal ein Video machen kann. Abonnier den Kanal und drück die Glocke. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, alles Liebe.